Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Für das heutige Video habe ich mir einen Interviewgast eingeladen. Jannik Ruschmeier betreibt mit seiner Frau Sarah am Bodensee ein Fitnessstudio, das sich darauf spezialisiert hat, Menschen zu helfen, ihr Gewicht zu reduzieren. Und Jannik hat zu diesem Thema sehr viel zu sagen. Am Ende gibt er dir noch drei Tipps, wie auch du es schaffst, dein Gewicht zu normalisieren. Also, schau dir das Video gerne bis zum Schluss an. Ich wünsche dir viel Spaß damit und alles Liebe. Deine Heidi. Hallo und herzlich willkommen, lieber Jannik. Schön, dass das mit dem Interview heute Morgen geklappt hat. Guten Morgen. Jannik, dich habe ich mir zur Hilfe geholt, weil ich ab und zu mal Patientinnen und Klientinnen habe, die so 1, 2, 3, 4, 5 oder auch mehr Kilo abnehmen möchten, um besser schwanger zu werden. Und was viele nicht wissen, das gilt auch für die Männer. Auch da geht es dann besser mit dem Schwangerwerden. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor und dann kannst du mir vielleicht einmal ein paar Tipps geben, wie ich das mit meinen Klientinnen hinbekomme. Sehr gern. Erstmal schön hier zu sein. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jannik Ruschmeier. Nenn mich gern einfach Jannik. Und wir haben zusammen, also meine Frau und ich, haben zusammen hier in Friedrichshafen am Bodensee die Fitness Lounge My Best Health. Da machen wir Personal Trainings, Ernährungsberatung und haben uns über die letzten Jahre jetzt ziemlich auf das Thema Abnehmen und Personen, die XY Kilo runter haben wollen, spezialisiert. Die können hier vor Ort zu uns kommen. Bisher, jetzt durch Corona, haben wir das gezwungenermaßen zunächst auch auf Online-Betreuung ausgeweitet. Haben dann gesehen, dass es auch sehr gut funktioniert, wenn wir dann eben dieses Training virtuell betreuen und Trainingspläne schreiben oder das Training bei denen im Fitnessstudio einfach weitergemacht wird, daheim gearbeitet wird und wir dann deutlich mehr noch über die persönliche Betreuung arbeiten. Da haben wir immer eine WhatsApp-Gruppe oder andere Chat-Möglichkeiten mit unseren Kunden. Und genau, wir betreuen sie dann rundum mit Ernährung, Training und allem drum und dran. Und haben dann nachher, nach was auch immer die Zeitspanne ist, in dem man es erreichen möchte, die Kilos runter. Wenn ich jetzt so zu dir komme und sage, ich habe so 3, 4 Kilo zu viel, Wie funktioniert das? Mache ich dann einen WhatsApp-Termin mit dir? Gibt es da irgendwelche Vorgespräche? Wie läuft das dann? Genau, also meistens kommen eher die Kunden zu uns, die schon relativ viel versucht haben. Die Kunden, die vielleicht auch jetzt nicht unbedingt super viel Zeit jeden Tag übrig haben, die viele Kinder haben, sich mal in die Richtung weiterentwickeln wollen. Vielleicht auch die, die, wie gesagt, einen Schwangerschaftswunsch haben oder die, die auch einen super stressigen Alltag haben und wo es einfach sonst nicht in den Alltag passt. Und da sind dann die Herausforderungen natürlich immer ganz unterschiedlich. Deswegen laden wir immer erstmal zu einem Ersttermin ein. Das geht so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, ist entweder online über Zoom oder bei uns vor Ort, um die Person kennenzulernen, um zu schauen, wo ist die gewichtstechnisch von der Größe, was spielen sonst für Faktoren rein, was ist der Person auch wichtig, auf was kann man vielleicht gar nicht verzichten. Das ist ein Riesenproblem, was ich mit den meisten Online-Programmen, die da 0815 hingehauen werden mit irgendwelchen Ernährungsplänen. Also natürlich kann jeder abnehmen, wenn er irgendwie ein Kaloriendefizit einhält, aber oft kann man es halt nicht umsetzen. Und wir haben uns eben darauf spezialisiert, das wirklich so einfach in den Alltag zu integrieren, dass man weder wirklich Hunger verspürt, noch dass es einen stresst und man die ganze Zeit an was denken muss, sondern dass man eben die Flexibilität behält und trotzdem ein paar Kilos runter bekommt. Und das ist eben nur möglich, wenn wir genau herausfinden, woran das Ganze liegt und was so die Key-Faktoren sind, die wir ändern müssen. Und dann reicht es meistens, 2, 3, 4 kleine Twists einzubauen, das Ganze mit einem sinnvollen Training zu versehen. Und ja, dann kommen die Kilos relativ schnell runter. Macht ihr denn dann auch so Ernährungsprogramme, dass ihr sagt, okay, wir machen dir jetzt mal so ein 7-Tage-Programm und dann ein Bewegungsprogramm dazu? Also meistens betreuen wir die Kunden über mindestens 8 Wochen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, einfach eine Ernährungsberatung zu machen, dann alleine gelassen zu werden. Ist okay, funktioniert,
Aber die meisten Kunden, die zu uns kommen, die wollen wirklich das komplette Paket. Also es sind mindestens 95%, die dann nachher auch eine Rundumbetreuung wollen und dann sagen, weil wir geben bei der Rundumbetreuung auch die Erfolgsgarantie, wenn du tust, was wir sagen und wir das Ganze so zusammen umsetzen, dass du dann auch nach deinen 10 Wochen zum Beispiel oder 14 Wochen die entsprechenden 5, 6, 7, 8 Kilo runter hast. Mhm. Genau. Das heißt, wir betreuen da deutlich langfristiger. Wir versorgen auf WhatsApp oder was auch immer, meistens ist es WhatsApp, wir da für ein Chatmedium benutzen, mit Rezepten, mit Produktideen, mit Einkaufslisten. Wir haben ein Workbook geschrieben, wo man seine täglichen Erfolge eintragen kann, wo wir auch immer wieder über die Ernährung drüber schauen. Wir sind erreichbar, wenn man mal essen geht, dann können wir das Restaurant schnell googeln und sagen, was die beste Alternative ist, was man sich bestellen kann. Also da gehen wir wirklich all in. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass bisher von unseren inzwischen über 150 Kunden wir noch nicht einen einzigen hatten, der nachher nicht sein Ziel erreicht hätte. Das klingt ja gut. Das klingt wirklich gut. Vor allen Dingen das mit den Restaurants finde ich gut. Wobei, das ist ja im Moment so ein bisschen eingeschränkt. Ne? Bei uns geht es wieder, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns geht es jetzt wieder, aber es ist schon ein komisches Gefühl, essen zu gehen. Mehr schlecht als recht. Ja. So Einkaufsberatung, ist das ein Thema? Wir gehen persönlich auch mit den Leuten einkaufen. Das machen wir meistens aber dann hier vor Ort. Da haben wir jetzt noch nicht die WhatsApp-Betreuung, wie wir durch den Laden gehen. Aber wir haben natürlich Listen von Produkten, die sich gut eignen. Wir empfehlen bei den Einkaufsberatungen meistens das Gleiche. Und wir sind eben viel darauf aus, Dinge nicht zu streichen, sondern einen sinnvollen Ersatz, der einen auch glücklich macht, zu finden, wenn wir jetzt sagen, da ist irgendwas, was jetzt so nicht passen würde. Das können offensichtliche Sachen sein, wie Nudeln durch was anderes zu ersetzen, ob das jetzt je nach Ziel und Person dann Linsennudeln sind, weil es ein Veganer oder Vegetarier ist, oder es könnten auch entsprechende Gemüsenudeln sein. Das, wir finden Alternativrezepte für Burger und Pizza. Das ist wirklich extrem weit gefasst. Gummibärchen wäre meins. Das wird dann schon schwieriger, ne? Gummibärchen haben wir jetzt, also es gibt jetzt keine super gesunden Gummibärchen. Es gibt natürlich relativ teure Produkte, die auch Gummibärchen sind, aber wenn du jetzt sagst, Gummibärchen ist dein Laster, dann würde ich eher den Tag so umbauen, dass 3, 4, 5 Mal die Woche Gummibärchen drin sind und dann ist das auch nachher kein Problem. Wenn man es dafür länger durchhält, ja. Das ist ein Problem, was wir ganz oft sehen. Man versucht immer, die 100% rauszuholen, statt sich mal auf die unteren 20%, die super einfach sind, zu fokussieren, die dann aber nachher trotzdem den Erfolg ausmachen eigentlich. Und anstatt jetzt mit Mealtiming, also wann esse ich was, wie viel, anzufangen, erstmal die Basics klarkriegen und dann ist das Ganze total entkompliziert und bringt nachher deutlich bessere Erfolge. Ich habe mal irgendwo gelesen, man isst, was man sieht. Das heißt, was man im Haus hat, wird dann auch aufgegessen. Von daher ist ja so eine Einkaufsberatung schon immer ganz gut, weil wenn ich nichts Ungesundes im Haus habe, kann ich nichts Ungesundes essen, ne? Das fängt ja da an. Wir haben auch verschiedene E-Books. Eins davon heißt 50 Strategien. Das sind 50 Strategien von denen, die wir unseren Kunden oft mitgeben, die sie dann umsetzen können. Da sind Tipps dabei, wie diszipliniere ich mich beim Einkaufen, dass die Chips nicht in den Einkaufswagen wandern, bis hin zu, wie kann ich meinen täglichen Umsatz um 300-400 Kalorien steigern, durch vermehrtes Laufen, durch kleine Tricks im Alltag. Und ja, wenn jetzt hier der ein oder andere zuhört, der sagt, dann würde ich meinen ersten Einblick reinwerfen, dann können wir das auch da zur Verfügung stellen, wenn die uns schreiben. Also ihr habt auch jetzt so im Rahmen der ganzen Corona-Geschichte viel auf Internet umgestellt. Ich bin ja in Essen, wobei ich auch die Patienten und Klienten mittlerweile übers Internet habe und du in Friedrichshafen, das ist ja auch dann schon eine kleine der nächste Weg. Ja, fliegen geht ja jetzt auch nicht mehr, ne? Schwierig. Ja. Wie wichtig ist Bewegung beim Abnehmen? Also es geht auch komplett ohne.
aber wir empfehlen es natürlich nie. Also zum einen ist es deutlich einfacher, allein einen Spaziergang von einer Stunde. Wir empfehlen ganz, ganz, ganz selten zu joggen, einfach weil es gerade bei übergewichtigen Personen nachher mehr kaputt macht, als dass es hilft. Wenn dann spazieren gehen, ein ordentliches, sinnvolles, zusammengestelltes, kurzes Kraftworkout, was man dann 3, 4 Mal die Woche 20 Minuten macht, oder wenn es halt nicht geht, dann 1, 2 Mal die Woche 20 Minuten macht. Das ist so der Start, und dann kann man sich immer noch nach oben steigern. Aber wie viel wir trainieren und was wir essen, bestimmt halt nachher, ob wir Muskeln verlieren beim Abnehmen oder Fett verlieren. Und gerade wenn wir die Hormonproduktion angesprochen haben, ist natürlich das Letzte, was wir wollen, die Muskeln zu verlieren. Ja. Also es geht auch ohne Bewegung, aber sie ist natürlich ein entscheidender Faktor vom gesundheitlichen Aspekt her, den wir hier gerade bei Kinderwunsch natürlich ganz klar in den Fokus stellen. Warum Muskelaufbau? Oder warum Krafttraining? Im Krafttraining zum einen, weil es nachher leichter ist, das Gewicht zu halten, wenn wir nachher mehr verbrauchen. Ich meine, die meisten wollen ja nicht nur schwanger werden und dann alles wieder drauf essen, sondern irgendwo geht es ja auch darum, nachher einen Überblick zu haben, nicht eine Diät von 10 Wochen durchgezogen zu haben und überhaupt nicht verstanden zu haben, was man da eigentlich tut, sondern auch dem Kind nachher gesunde Essensgewohnheiten mitgeben zu können, dass ja, das Kind nachher auch auf eine gute Ernährung geprägt ist, wo natürlich die Prägung von den Eltern, und wenn die Eltern stark übergewichtig sind, sind es eben oft auch die Kinder. Ja, dass man da einfach früh anfängt, vorsorgt, das ganze Thema versteht und nicht nur irgendwas umsetzt, was man mal gesehen hat. Und zum anderen ist es natürlich Muskelaufbau, ein gesundheitlicher Faktor bei den Männern, die Testosteronproduktion, wenn die Muskeln immer wieder trainiert werden. Und nachher ist Testosteron eben beim Mann das Sexualhormon, was dann auch dem Kinderwunsch nicht abträglich ist. Genau. Also ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, wie war das, dieser Jojo-Effekt ist dann ein bisschen geringer, wenn man Muskeln aufbaut, ne? Weil Muskeln ja, wenn du nur Diät machst, meistens als erstes erstmal abgebaut werden. Ja. Ganz klar, die Muskeln sind, eine Diät ist ja nichts anderes als den Körper gezielt ins Verhungern zu führen. Man gibt ihm weniger, als er braucht. Das ist ja erstmal soweit alles super. Aber der Körper ist jetzt über die letzten Millionen Jahre nicht darauf trainiert worden, lange gut auszusehen und viel Muskeln zu haben, sondern der Körper ist darauf trainiert worden, zu überleben. Und wie macht er das? Indem er dann, wenn er merkt, okay, jetzt kommt weniger Essen, wir haben eine Hungersnot, dann baue ich zuerst mal die Muskeln ab, weil die verbrennen ja täglich viele Kalorien. Und das Fett, das halte ich mir für ganz, ganz schlechte Tage. Und wenn wir eben dem Körper die Signale geben, wir brauchen die Muskeln, das ist jetzt sehr heruntergebrochen. Viele Ernährungsberater und Personal Trainer würden mir jetzt vielleicht den Kopf abschlagen, weil das sehr unwissenschaftlich erklärt ist. Aber es super einfach heruntergebrochen ist es, der Körper weiß dann, ich brauche die Muskeln, dann gehe ich ans Fett ran. Genau. Und ich habe oft Patienten, die wirklich 10, 20, 30 Kilo abnehmen und dann aber auch ganz schnell wieder zunehmen, weil es eben ohne Sport probieren. Und ich finde auch, Sport ist eine so der ganz wichtigen Säulen beim Gewichtsmanagement. Und da ist natürlich die Kombi von Personal Training und noch einer Beratung zur Gewichtsstabilisierung, das finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Da ist es auch tatsächlich so, dass die meisten Leute, die sagen, mir macht Sport keinen Spaß, die haben halt nicht ihren Sport gefunden bisher oder nicht das gefunden, was ihnen Spaß macht. Also wir hatten bisher, lass mich lügen, maximal 2, 3%, die nach 4 bis 5 Wochen immer noch gesagt haben, mir macht es keinen Spaß, das Workout zu machen, sondern wir finden immer eine Lösung, die Übungen, die Sportart, die Richtung, das Personal Training, was dann wirklich Freude macht. Und ein großer Teil davon ist ganz oft schon, wenn man sich im Fitnessstudio eben unwohl fühlt oder draußen beobachtet fühlt oder daheim alleine keinen Bock hat, in eine exklusive Atmosphäre zu kommen, wo man dann bei uns alleine ist oder wo man dann daheim seinen festen, sicheren Ort hat, wo man Trainer hat, dem man vertrauen kann,
dass man sich einfach dabei wohlfühlt und dann plötzlich macht es auch Spaß, weil man weiß, man macht es richtig, weil man weiß, es wird wertgeschätzt. Das ist meistens nicht, dass der Sport nicht Spaß macht, sondern dass man eben das ja so ein bisschen verkorkst wurde von dem Überangebot. Ja, und wenn man meint, man muss halt joggen gehen, obwohl es einem keinen Spaß macht, ne? Genau. Das ist so der Punkt. Hast du denn so zwei, drei allgemeine Tipps für meine Klientin, wo sie schon mal anfangen können? Der ganz wichtigste Tipp ist, nicht auf jeden Hype aufzuspringen, also ab und zu einfach mal was durchzuziehen und nicht nach 2 Wochen zu entscheiden, irgendwas funktioniert nicht. Wir haben auch, und da ist auch wieder die persönliche Betreuung wichtig, wenn wir jemanden haben, der nach einer Woche schreibt, hey, es funktioniert nicht, und nach der zweiten Woche sind 4 Kilo runter, dann hat er hier Stress und hat ein bisschen Wasser gezogen. Man kann das als jemand, der sich nicht täglich damit auseinandersetzt, nicht einschätzen, funktioniert das jetzt, was ich tue, oder funktioniert das nicht. Sondern man bleibt halt mal dabei, man probiert 4, 5, 6 Wochen was strikt aus und dann kann man sich ein Bild drüber machen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und das Zweite ist, nicht die magische Pille zu suchen, sondern keine Kohlenhydrate nach 16 Uhr kann funktionieren. Intermittent Fasting kann funktionieren. Low Carb kann funktionieren. Nichts davon muss funktionieren, wenn es nicht zu deinem Alltag und deinen Essgewohnheiten passt. Also keine Kohlenhydrate nach 16 oder 18 Uhr oder wie auch immer, hat niemals was damit zu tun, dass Kohlenhydrate nach 16 oder 18 Uhr super schädlich sind, sondern es ist ganz einfach, man isst abends die Chips nicht, man isst früher zu Abend, man isst dann weniger, weil man noch nicht so Hunger hat. Und schwupps, man isst weniger Kalorien, man spart sich jeden Tag 500, 600 ein und damit nimmt man ein halbes Kilo die Woche ab und ist in 10 Wochen 10 Kilo runter. So, das ist keine Magie, das ist einfache Mathematik und Physik. Aber es gibt nicht die magische Diät, die magische Formel. Vegan ist nicht das Beste und du kannst es aber trotzdem auch vegan umsetzen. Und genauso sind Kohlenhydrate nicht der Feind, aber zu viel Kohlenhydrate sind auch nichts Wahre. Gerade stark übergewichtige Personen, und das wäre der dritte Tipp, sollen es unserer Erfahrung gerne mit Low Carb oder stark reduzierten Kalorien über eine Zeit lang probieren, um schnell erste Erfolge zu haben. Aber auch da wieder, du kannst es nicht pauschalisieren. Es gibt wieder die, die mit absoluten Verboten und Reduktion nicht klarkommen. Und dann führt es ins Gegenteil und man kriegt Fressanfälle und dann passt auch wieder nicht. Und dann muss man einen Weg finden, wie man das Ganze dann angeht. Also es lässt sich ganz schlecht pauschalisieren. Ich glaube, das ist die Kernaussage von allen drei Tipps, die ich zur Verfügung habe. Und man muss eben durchaus probieren oder durch einen Trainer das finden, was zu einem passt. Und wenn man sich die Zeit sparen möchte, das selber auszuprobieren, dann sucht man sich einen Trainer, der eben Ahnung hat. Also ich habe ja auch lange mich mit Ernährung befasst und da jagt ja auch ein Trend den anderen vom Feld. Also es ist ja manchmal auch ein bisschen unübersichtlich für jemanden, der sich da nicht jeden Tag mit befasst. Dann Im gab es ja Großen auch und viele. Ganzen funktioniert jede Diät und jeder Abnehmversuch über Kalorienrestriktion. Ob du das jetzt über zeitliche Restriktion, über Lebensmittelselektion oder über Kalorienzählen machst, jede Diätform lässt sich irgendwo in eine von den drei Kategorien einordnen. Ist immer nur die Frage, wie lange man es durchhalten kann, ne? Und wie nachhaltig es ist. Genau, deswegen muss man schauen, was davon zu einem passt, was in den Alltag passt. Eine Mutter, die sagt, morgens beginne ich mit den Kindern zu rödeln und ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber zwänge mir gezwungenermaßen 3 Äpfel hinter und ein Müsli und dann geht der Tag los. Aber mittags habe ich ein bisschen Ruhe und da könnte ich mich aufs Essen konzentrieren und ich brauche nur 5, 6 Rezepte, was ich mir Gesundes machen kann, während die Kinder Nudeln bekommen. Vielleicht sogar noch im gleichen Topf, dass ich nicht extra kochen muss, dann ist das manchmal schon die komplette Lösung fürs Problem. Kriegt man das Frühstück raus, macht eine Art Intermittent Fasting und fertig ist die Sache. Und genauso beim Geschäftsmann, der ohne Frühstück nicht leben kann, weil das halt sein persönliches Ding ist und das macht ihm Spaß und gibt ihm Ruhe, dem können wir natürlich nicht das Frühstück rausschmeißen. Der kommt spät nach Hause und muss da noch mal was essen. Dann schauen wir halt über die Lebensmittelselektion und über die Kalorien, dass wir das Ganze steuern.
finden, dass wir einfache Regeln geben, wie man das die Portionsgrößen steuert, ohne jetzt alles abzuwiegen. Dann funktioniert das auch wieder. Was mir auch immer ganz wichtig ist, man hält auch jede Crash-Diät eine gewisse Weile durch. Aber eigentlich sollte es keine Diät sein, sondern eine langfristige Nahrungsumstellung, weil wenn du dann wieder in deine alten Gewohnheiten zurückfällst, dann hast du auch ganz schnell wieder das Gewicht drauf. Und da ist zum Beispiel, wenn du sowas machst mit so einem Personal Trainer, ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber ich finde es immer ganz gut, wenn dann nochmal irgendwann so nach einem halben Jahr oder so nochmal ein Gespräch ist, dass man nochmal guckt und nochmal so diese Feineinstellung der Geschichten nochmal macht, ne? Ach, da habe ich jetzt doch wieder geschlürt und da muss ich nochmal nachstellen oder da könnte ich nochmal was verändern, dass man es das auch nicht so als Crash-Diät sieht, sondern eher so als langfristiger Ansatz, als langfristigen Ansatz. Ja, also wir haben immer eine Nachbetreuung auch dabei, weil das eben extrem wichtig ist. Man braucht einen Jojo-Effekt nicht auf einen eingeschlafenen Stoffwechsel oder sowas zu schieben. So ein Blödsinn, sorry, gibt es einfach nicht. Das ist eine Ausrede dafür, dass man wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen ist. Das Geheimnis hinter dem Jojo-Effekt, du bist eben leichter, du verbrennst jetzt weniger Kalorien, weil du 15 oder 20 Kilo weniger die Treppe hochschleppst, 15 Mal am Tag. Du isst aber wieder vor. Natürlich geht das Gewicht wieder hoch, ist ja ganz klar. Da muss man eben schauen, dass man, und ich glaube, dass es gerade vielen Eltern relativ leicht fällt, wenn sie sich mal verdeutlichen, was sie ihrem Kind damit Gutes tun, wenn sie das verstehen und in den Alltag integrieren, dass es dann, ja, allein weil man wirkliches Warum und einen guten Grund hat, relativ einfach werden kann, das dauerhaft umzusetzen. Und auch hier, es muss kein kompletter Verzicht sein. Man kann mal eine Pizza essen, man kann mal ein Eis essen, man kann mal das essen. Wir sind keine Hochleistungssportler. Das sind 10, 20%, die wir ändern müssen. Und das reicht bei 99% aus. Und das mag nicht für den Marathonläufer stimmen, alles, was ich jetzt gesagt habe. Der braucht natürlich die letzten 10% da oben noch. Fußballer, der damit sein Geld verdient, der braucht die letzten 10% oben. Aber wir als Normalsterbliche, die 10 Kilo runter haben wollen, die brauchen das alles nicht. Was war denn so dein größter Erfolg bei einem Klienten? Die größte Gewichtsabnahme? Also wir haben auch über 40 Kilo schon runter bei Kunden. Und das ging dann halt über, lass mich lügen, 4 Monate, 5 Monate anfangen und da. Gut, das war in einem knappen Jahr. Aber geht auch. Gut, aber ein knappes Jahr für 40 Kilo, das finde ich schon sportlich. Da muss man Es sich ja schon. ist halt nicht, wenn du es komplett durchziehst, du kannst also wenn du wirklich mit, wie in dem Fall, 160 Kilo, glaube ich, anfängst. Oder 155, lass mich lügen, dann kannst du am Anfang, wenn du wirkliches Ziel hast und du bist gewillt, das durchzuziehen, kannst du ohne gesundheitliche Bedenken, solange du deine Mikronährstoffe abdeckst, ein extremes Defizit fahren. Das ist auch, warum Biggest Loser-Kandidaten so extrem viel abnehmen. Die haben halt ein extrem hohes Anfangsgewicht. Die verlieren keine 10 Kilo Fett die Woche, die verlieren halt 8 Kilo Wasser und ernähren sich endlich mal gescheit. Da weißt du auch nicht, was da alles aus dem Körper noch rauskommt, dadurch, dass sie endlich mal im Defizit essen. Das ist ja dann irgendwo auch eine gesundheitliche Sache. Und dann geht das Ganze auch schneller bei so einem extrem hohen Startgewicht. Aber wie gesagt, wir haben keine Vollzeitathleten bei uns, sondern wir haben den eigentlich normalen Bürger, der halt ein paar Kilo zu viel drauf hat. Und dann kommt eine Geburtstagsfeier und eine Hochzeit dazwischen. Und dann kann man da hingehen und dann kann man sich da mal satt essen. Und dann wirft einen das eine Woche zurück und wir machen weiter wieder vor und erreichen trotzdem das Ziel. Halt 2 Wochen später. Also ich finde das eine gute Idee, auch gerade mit der persönlichen Betreuung, auch für Leute, die halt so ein bisschen weiter weg wohnen oder wo du dann auch mal ortsungebunden dann mal, musst du halt nicht hinfahren, kannst das über WhatsApp machen, das finde ich sehr gut. Wir werden einfach mal deine Kontaktdaten verlinken. Ich hätte dann vielleicht auch an die Bitte, an die Klientinnen oder die Zuschauerinnen, die dann halt das Gefühl haben, ich muss mal was machen, dass sie dich einfach mal kontaktieren, gucken, wie das ist. Weil wenn man 5 bis 10% des Ausgangsgewichts abnimmt bei Übergewicht,
hat man deutlich bessere Chancen, schwanger zu werden. Und das macht schon eine ganze Menge aus. Also von daher kann ich nur alle ermutigen, da auch dran zu gehen und auch dieses Thema mal zu bearbeiten, auch wenn es manchmal ein bisschen langwieriger ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und es lohnt sich auch, weil man dann diese Ernährungsgewohnheiten ja quasi auch an die nächste Generation weitergibt. Eigentlich auch schon in der Gebärmutter. Wenn ich ein Faible für Süßes habe, dann hat mein Kind später auch ein Faible für Süßes. Also von daher kann so eine Ernährungsberatung, und wenn es einfach nur auch mal eine Beratung ist, wo man mal guckt, was mache ich dann eigentlich oder was kann ich besser machen, wo mache ich schon gut, dass man das dann auch mal sich ein bisschen gerade rücken lässt. Ne? Da würde ich ganz kurz, wenn ich noch darf, zwei Punkte nochmal anfügen. Mhm. Zum einen Frauen, die wirklich Wert drauf legen, dass eine Frau sie betreut und die jetzt nicht von mir als Mann betreut werden wollen, für die ist auch meine Frau dann die Ansprechpartnerin, die das Ganze auch umsetzen kann. Gibt es auch immer wieder, dass jemand das Geschlecht vom Trainer präferiert, ist dann natürlich alles kein Problem, einfach die gleichen Kontaktdaten nutzen. Und zum anderen haben wir wirklich, wirklich viele Kunden, weil halt das riesengroße Problem ist, dass stark übergewichtige Erwachsene auch stark übergewichtige Kinder oft haben. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn die Eltern abnehmen, dann kommen Fotos von den Kindern, wo du dir denkst, ich erkenne die Kinder gar nicht wieder. Die Kinder haben so viel abgenommen, den Kindern geht es besser, die werden nicht mehr gemobbt, die können Basketball spielen, da kommen schon die besten Geschichten. Also das ist wirklich toll, wie sich es auf die ganze Familie dann immer auswirkt. Eine Frau fängt an, der Mann nimmt 8 Kilo mit, obwohl er überhaupt nichts ändert, fühlt sich besser. Also es hat immer Auswirkungen aufs ganze Umfeld. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass du dich nicht von Fernseher mit dazu setzt, wenn der eine Chips und Cola trinkt, da kannst du entweder nicht mit Fernsehen gucken oder du musst halt die Seltzerwasserflasche gegen die Colaflasche austauschen. Also anders geht's nicht. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich würde die Kontaktdaten verlinken und wenn du dann eben das Gefühl hast, du möchtest dich mit Jannik oder Sarah in Verbindung setzen, findest du hier unten drunter die Kontaktdaten. Dir erstmal alles Liebe nach Friedrichshafen und vielen Dank. Dann schauen wir, dass wir uns dann auch mal wieder persönlich sehen. Ne? Einen schönen Tag noch. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.